Hallo ihr Lieben, weiter geht es mit dem schwarzen Auge Satinas Ketten. Wir sind schon so weit gekommen und waren hier im Schiff in der Kapitänskajüte bei Harm, der einen heftigen Hautausschlag hat und ständig Lebertran trinkt. Und jetzt müssen wir hier so Sachen erledigen und ich bin gespannt, was wir machen müssen, um weiterzukommen. Ich gucke mir jetzt einfach nochmal hier ein bisschen das Inventar an. Hier ist ein Holzkästchen. Okay, was wir nehmen können, dann ist hier eine Kerze. Und Harm hat ja gesagt, bevor wir gehen, werden wir mal kontrolliert. Also sollen wir keine langen Finger machen. Was wir so natürlich auch nicht vorhaben. Und hier ist noch das Fenster. Okay, ich würde jetzt mal offen lassen. Und versuche einfach nochmal, ob ich gehen kann. Wo willst du hin? Gib mir den Lebertran. Natürlich. Natürlich geben wir den Lebertran. Oh Mann, schrecklich. Der arme Mann, dass der das immer trinken muss. Auch wenn er grausam ist, aber das hat ja keiner verdient. Kann ich jetzt rausgehen? Wenn ich keinen Lebertran habe? Ach, er hat alles wieder zurückgestellt. Okay. Gut, dann gucke ich einfach nochmal vorne am Kai, ob ich nochmal mit diesem Jarre oder so sprechen kann. Vielleicht noch einen Tipp bekomme. Brauchst du was? Vielleicht noch weißt mehr, du noch über mehr Harm? Über ihn? Es heißt, Harm versteckt seinen größten Schatz im Bauch eines Wals. Ja, den Wal haben wir ja gesehen. Bis später. Gib auf deinen Rücken Acht. In seiner Kajüte, aber da kommen wir ja irgendwie nicht ran. Ja, hier ist Nuri, die sich noch weiter unterhält. Dann gehe ich mal nochmal hier rein und unterhalte mich mit allen. In der Hoffnung, dass wir irgendwie weiterkommen. Wenigstens das Pulver weg! Das juckt in der Wunde, als hätte ich die Zögernpocken! Ei, was, Kindchen? Pulverchen regt Heilung an. Wickeln, wirken lassen, wechseln. Ist Mittelchen von Minkas alter Mume. Aber es brennt! Oh Mann, ist sie laut. Ist ja unglaublich, was die da laut ist. Ja, also ich habe gerade hat sie ja gesagt, Pulverchen und Wunde und Brennen. Das ist doch wahrscheinlich das, was wir jetzt auch brauchen. Gucken, ob wir jetzt an die Bandage rankommen. Mit der Baderin reden. Na? Wundpulver. Kannst du mir etwas von dem Pulver geben? Bist verletzt, Kindchen? Nein. Siehst ganz Biene aus. Mein Pülverchen ist nur für Verletzte. Siehst ganz Biene aus. Verbrauchte Verbände? Kann ich wenigstens einen von den verbrauchten Verbänden haben? Auf keinen Fall! Wer weiß, was er damit anstellt. Am Ende bringt es zu einem Druiden und verflucht mich damit. Ich kenne aber keinen Druiden. Sicher ist sicher. Darum wirft Minka alte Verbände immer gleich hinaus ins Meer. Aha, Minka wirft alte Verbände raus. Aha. Dann lass ich dich weiterarbeiten. Biene. Jetzt hat sie da was geworfen. War das die ganze Zeit schon so? Nee, ich kann mich nicht erinnern. Das wäre mir, glaube ich, aufgefallen. Hilf dir selbst, dann hilf dir Fex. Sie hat nichts gemerkt. Kann ich mit dem Gast nochmal sprechen? Was gibt es, Landratte? Landratte? Nee, gar nichts. Bis okay. Später. Jetzt gucke ich mal irgendwo am Meer, ob wir da rankommen. Ach, dafür die Konstruktion. Eimer Bandage. Ah, das Zeug juckt tatsächlich. Aha, okay, dann gehen wir das jetzt mal dem Captain und dann gucken wir mal, ob das hilft, dass der dann irgendwie Juckreiz hat. Und vielleicht rausgeht und wir den Wal untersuchen können? Wächter, kommen wir denn jetzt einfach so wieder auf das Schiff oder müssen wir wieder Fragen beantworten?
Okay, nee, wir kommen einfach rein. Sehr gut. Da sind wir wieder. Hallo Harm, wir haben hier ein lecker Pulver dabei. So wie die Botin gezetert hat, hat dieses Zeug in ihrer Wunde fürchterlich gebrannt. Mhm, aber warum gibst du das nicht? Wieso gibst du das nicht? Ich guck mir das nochmal an. So wie die Botin gezetert hat, hat dieses Zeug in ihrer Wunde fürchterlich gebrannt. Aber das hatten wir doch gerade schon. Ich dachte, wir müssen das jetzt dem Harm geben, für die Wunde. So wie die Botin ge... Okay. Ich spreche nochmal Harm an. Ja? Steinfiguren. Ruft nach mir, wenn ihr mich braucht. Sollen wir vielleicht noch mehr Lebertran geben? Noch etwas Lebertran? Ja, was soll's. Jetzt versuche ich nochmal mit der Bandage. So wie die Botin gezetert hat, hat dieses Zeug in ihrer Wunde fürchterlich gebrannt. Ja, und das würde ich ja auch gerne Harm geben, aber der will das nicht haben. Kann ich das vielleicht mit dieser Schnapsflasche? Ich muss das Juckzeug an etwas schmieren, das Harm auch sicher berühren wird. Ach so, ich wollte das jetzt mit der Schnapsflasche verbinden, in der Hoffnung, irgendwie da was zu machen. Aber was berührt der Harm? Der berührt die ganze Zeit irgendwelche Lebertranflaschen. Wollen wir doch einmal sehen, wie heilkräftig dieses Juckmittel wirklich ist. Okay, dann gebe ich dir mal Lebertran mit juckendem Euer Pulver. Es wird ja immer besser. Danke. Was ist das? Es wird wieder schlimmer. Das halte ich nicht aus. Verfluchter Sumpf. Was hat er da jetzt gemacht und wieso ist er nicht rausgegangen? Ach, da ist jetzt ein Schlüssel. Ein Schritt weiter, aber an den Schlüssel komme ich immer noch nicht. Ach, was sollen wir denn da machen bloß? Kann ich eigentlich die Kerze anzünden, die da im Hintergrund ist? Brennende Kerze. Kann ich hier noch irgendwas anbrennen? Ach nee, dann nehme ich einfach nur wieder das Holzkästchen. Irgendwas müssen wir mit dem Fenster machen. Kann man den Mini-Anker vielleicht tauschen mit dem Schlüssel? Wenn ich mit diesem Anker nach dem Schlüssel angle, sieht Harm das. Es sei denn, ich lenke ihn ab. Aber dann kann ich nicht gleichzeitig angeln. Ich brauche einen verlässlichen Gehilfen. Oder Nuri. Ach, wir brauchen Nuri. Aber was soll denn Nuri hier machen? Die kennt sich ja noch gar nicht. Die soll angeln. Ich kann ihn auch später noch ins Meer werfen. Okay. Gut, dann gehe ich mal zu Nuri. Vielleicht weiß die schon mal was. Die sitzt ja am Kai und unterhält sich mit dem Betrunkenen. Nuri. Sag mal, Nuri. Nuri ins Badehaus, ins Beiboot schicken. Okay. Geh doch mal in das Beiboot am großen Schiff. Willst du mit mir schaukeln? Nein, ich will nur, dass du dich ins Beiboot setzt. Ich krieg dich doch noch zum Schaukeln. Okay, prima. Also hinterher. Nuri sitzt im Beiboot. Beim Schiff und kann vielleicht dann von dem Loch im Fenster etwas bewirken, was wir nicht können in verdeckter Mission. So. Und wo ist Nuri? Mal gucken, ob sie jetzt draußen ist. Ah, da steht sie. Nochmal mit ihr reden. Sag mal, Nuri... Ja, genau, geh ins Kannst Beiboot. Kannst du dich nochmal ins Beiboot setzen? Gut, mache ich. Wieso nochmal? Die saß doch da noch gar nicht drin. Okay, hier ist das Beiboot.
Ach, da kommt man noch hoch? Ach, das habe ich ja noch gar nicht gesehen hier. Wieder runter, Kobel. Ach, jetzt lässt er das Boot runter. Was ist denn hier noch? Ist hier noch irgendwas? Dann gucke ich nochmal, ob Nuri jetzt drin sitzt. Ha, sie sitzt drinne. Muss ich sie jetzt wahrscheinlich auch wieder hochziehen? Ach, wie niedlich. Okay. Aber muss sie nicht irgendwie angeln? Mit dem Mini-Anker? Kann ich ihr das jetzt noch zuwerfen? Das hätte ich ihr wahrscheinlich mal vorher geben sollen. Also gut. Während ich Harm ablenke, angelt Nuri mit dem Anker durch das Fenster nach dem Schlüssel. Aber was, wenn er den Diebstahl bemerkt, bevor ich das Prisma habe? Dann brauchen wir eine Schlüsselattrappe. Okay. Eine Schlüssel. Sie ist das fleischgewordene Chaos. Aber Scherben kann sie nicht ausstehen. Hat Nuri jetzt den Anker? Nee. Jetzt muss ich sie wahrscheinlich erstmal wieder runterholen. Oder kann ich sie auch hochholen? Direkt nach oben? Ich probier's mal. Vielleicht kann ich ihr das jetzt so geben. Ach nee, er geht dann immer runter. Kann ich ihn auch unterbrechen? Schnell wieder hoch? Okay, das geht. Okay, also dann erstmal Nuri nach unten. Und dann müssen wir eine Attrappe machen. Ich ja nur überhaupt keine Ahnung habe, wie. So, da unten sitzt sie im Beiboot und jetzt können wir ihr den Anker geben und ich hoffe, dass dann jetzt schon mal was geht, oder? Der Anker taugt nicht einmal für diese Nussschale. Nicht Beiboot also für Nuri. Während ich Harm ablenke, angelt Nuri mit dem Anker durch das Fenster nach dem Schlüssel. Aber was, wenn er den Diebstahl bemerkt, bevor ich das Prisma habe? Dann brauchen wir eine Schlüsselattrappe. Eine Attrappe. Sie ist das fleischgewordene Chaos. Aber Scherben kann... Ja, ich guck mir nochmal den Schlüssel an. Also hier ist dieser Schlüssel. Einen kann ich Schritt mir den weiter, näher angucken? Aber an den Schlüssel komme ich immer noch nicht. Dann rede ich mal mit Harm und dann kann der Hintergrund vielleicht vergrößert werden. Ja. Ach, da sieht man den jetzt. Das ist eine Fischgräte. Diese außergewöhnlichen Steinfiguren, die ihr verkauft, wer stellt die her? Ein außergewöhnlicher Freund. Verstehe. Okay, das hatten wir schon. Jetzt müssen wir irgendwie mir, wenn ihr mich braucht. Eine Fischgräte bekommen. Wie soll ich denn jetzt eine Fischgräte bekommen? Jetzt gehe ich noch mal raus und frage Nuri. Wir haben ja einen ollen Fisch. Ob der Oll ist, weiß ich nicht. Aber beim Fährmann hat uns Nuri ja einen Fisch geholt. Das ist aber keine Grete. Kann sie das vielleicht erstmal noch abnagen, abessen? Ich gebe ihr mal den Fisch. Vielleicht kann sie da irgendwas mit anfangen. Wo ist der denn? Ach, hier. Der Hering, genau. Wir stehlen uns ein Boot und lassen uns als Nein, Fischer nieder. Ich, und ja. Sie uns nicht. Ich wollte auf Nuri Warum klicken. Warum fliegt der nicht weg? Weil er keine Flügel hat. Quallen haben auch keine Flügel. Deswegen können Quallen ebenfalls nicht fliegen. Doch. Wie, Quallen können nicht fliegen? Was machen wir denn jetzt mit dem Fisch hier? Mal gucken. Blauer Hering. Messer? Können wir das vielleicht irgendwie schälen? Ah, Moment. Viel besser. Die Gräten stinken auch nicht so erbärmlich. Ach, jetzt haben wir eine Fischgräte. Das ist ja super. Kann ich die jetzt Nuri geben? Wir stehen uns ein Boot und schon hoffen, wieder aufs Boot geklickt. Das gibt's ja nicht. Lieber nicht. Vielleicht mit dem Anker zusammen? Nuri angelt mit dem Anker nach dem Schlüssel und ersetzt den Schlüssel mit der Gräte. Eigentlich ganz simpel. Ja, eigentlich, wenn man jetzt weiß, wie das geht. Jetzt nur mal vorsichtig auf Nuri. Siehst du das Loch dort im Fenster? Ich mache es heil. Nein, nimm diesen Anker. In der Kajüte ist ein Schlüssel.
Er sieht aus wie diese Gräte. Du musst mit dem Anker durch das Loch danach angeln. Und dann ersetzt du den Schlüssel durch die Fischgräte. Währenddessen lenke ich den Kaufmann ab. Schaffst du das? Selbstverständlich. Ich bin eine Fee. Gut. Denn wenn etwas schief geht, bin ich tot. Ach, sie ist süß. Hat sie jetzt den Anker? Okay, jetzt habe ich das nicht mehr. Gut, dann wieder nach oben. Nori hochschieben. Oder hochziehen. Hoffentlich klappt das jetzt. Gut, die Höhe müsste reichen. Jetzt gehe ich rein. So, was macht Nori jetzt? Nori ist da am Fenster oder Loch im Fenster? Muss ich jetzt irgendwas... Warum ist Nori keine kleine Blütenfee? Dann könnte sie hineinfliegen und etwas stehlen. Muss ich erst mit ihm reden? Ehrenwerter Harm. Ja? Ah, Harm von Nori ablenken, das wollen wir. Darf ich euch eine Frage stellen, ehrenwerter Kaufmann? Wenn es denn sein muss. So, Harms Sammlung. Woher habt ihr all diese sonderbaren Schätze? Kunkom, Talusa, Mengbilla, Al-Anfa. Ich war ein Weltreisender, bevor mein Leiden mich an diesen unwürdigen Schwefelsumpf gekettet hat. Wart ihr ein Pirat? Ich war ein guter Mensch, aber jetzt ist nur noch die Angst vor dem Tod übrig. Noch etwas? Oh, Nori arbeitet im Hintergrund, das war ja toll mit der Angel. Ja, wir müssen natürlich noch mehr fragen, einfach der Reihe nach. Habt ihr Menander Goswin getötet? Nicht eigenhändig. Du hast ihn gekannt? War er etwa dein Vater? Ist das ein Rachefeldzug? Nein. Der Alte war ein Säufer. Er wurde zu einer Gefahr für unsere Queste. Boron weiß, er hätte auch sonst kein Jahr mehr durchgehalten. War es das jetzt? Letzte Frage. Eine letzte Frage noch. Die Krankheit. Was ist das für ein Leiden, das ihr habt? Ich sterbe. Die Quacksalber sagen es mir nicht. Verkaufen mir Kuren, die einer Katze das Fell abfaulen lassen. Aber mir machen sie nichts vor. Du hörst den Tod, wenn er naht. Mit dem ehrbaren Effendi Harm geht es zu Ende. Und jetzt lass mich in Ruhe. Okay, also Harm weiß, dass er sterben wird. Hat das denn jetzt geklappt? Ich kann das jetzt gar nicht überprüfen von hier aus. Also gehe ich schnell nochmal raus zu Nori. Da sitzt sie. Sag mal, Nori. Harms Schlüssel? Und? Hast du den Schlüssel? Ja, hier ist er. Was hast du jetzt vor? Irgendwie muss ich mit dem Schlüssel an dem Glatzkopf vorbeikommen. Nimm ihn doch einfach in den Mund. Was? Versteck den Schlüssel unter der Zunge. Da guckt doch keiner nach. Warum eigentlich nicht? Okay, bin gleich also zurück. Jetzt wieder rein. Den Schlüssel hat Nori uns ja besorgt. Und mal gucken, aber ich denke, diese Glöckchen, irgendwas müssen wir noch mit dem Glöckchen machen, dass die da nicht ein Geräusch geben. Mit Schnaps wahrscheinlich nicht. Wie komme ich darauf? An der Klappe sind Warnglöckchen, hinterhältig. Ja, Lebertran reinschütten, das wird auch nichts bringen. Hängematte irgendwie, dass man die leise... Nicht sehr schlau. ...verknotet. Das Handtuch, dass das Geräusch vielleicht gedämpft wird. Ich dämpfe das Klimpern mit dem Handtuch ab. Nein, das reicht niemals. Okay, also irgendwas müssen wir machen. Kann man eigentlich die brennende Kerze jetzt auch wieder mitnehmen? Okay, also das hat schon was gebracht. Die Holzkiste auch wieder. Lebertran. Noch etwas Lebertran? Ja, was soll's. Trinkt das ja weg. Okay, gebe ich ihm das mal. Euer Lebertran. Danke. Gut, also ich versuche mal diesen Fischgrätenschlüssel einfach mit der Truhe. An der Klappe sind Warnglöckchen, hinterhältig. Harms größter Schatz ist im Bauch eines Wals versteckt. Und da wollen wir ran.
Dann versuche ich jetzt einfach alles der Reihe nach. Also wir haben ein Holzkästchen, vielleicht sollen wir die Glocken Ach, leise was? Reinlegen. Nein, dann haben wir brennende Kerze zu den Glöckchen. Wenn ich die Warnglöckchen mit Wachs vollgieße, klingeln sie nicht mehr. Ah, das ist ja klasse. Kein verräterisches Klingeln mehr. Und abgeschlossen. Okay, prima. Und dafür haben wir noch den Schlüssel. Ganz vorsichtig. Und haben wir sie jetzt auf? Das Prisma. Oh. Ich habe es. Aber wie bringe ich es an dem Wächter vorbei? Ja, Nuri fragen. Aber der macht das Fenster ja nur wieder auf und zu. Das Nuri Loch hat im es tatsächlich Fenster. Geschafft. Muss das Prisma vielleicht in die Holzkiste? Das weil Prisma die muss ja passt genau hinein. Auch irgendwas bewirken. Kann ich jetzt einfach so mich rausschleichen? Habe ich das Prisma noch? Habe ich das gar nicht mehr? Ist das noch drinne? Hat er das wieder zurückgelegt? Ach, Mensch. Ich habe es. Aber wie bringe ich es an dem Wächter vorbei? Ja, aus dem Fenster werfen oder was? Weil ich kann das ja nicht vorbeinehmen. Ist das jetzt hier drinne? Schönes Holz. Ich versuch's mal. Hat er das gar nicht gehört? Ach, jetzt ist das Prisma aber noch hier drinne. Ich wollte es eigentlich ins Holzkästchen legen. Kann ich das vielleicht auch einfach rauswerfen? Wenn ich es einfach so hinauswerfe, versinkt es im Meer. Okay, dafür brauchen wir also die Holzkiste. Dann hole ich jetzt erstmal diese Holzkiste. Ich hoffe, ich falle nicht auf beim Reingehen und dann gucke ich erstmal, ist die hier überhaupt irgendwo? Na, das ist ja natürlich, wenn man jetzt weiß, wie das geht, ist es ja echt spannend. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Huch. Da. Mein Arm ist zu kurz. Huch. Ja, mit dem Messer vielleicht? Wie soll ich da rankommen? Ja, da müssen wir halt gucken, ne? Mit der Grete. Das führt zu nichts. Okay, was haben wir denn noch Schönes? Wir haben die Hängematte. Nicht. Achso, nee, nicht verbinden. Die Hängematte, können wir die nutzen? Prima. Fex sei Dank. Okay, also schnell wieder rein, Prisma in die Holzkiste und dann die Holzkiste rauswerfen. Jetzt haben wir's. Prisma? Ich habe es, aber Jawohl. Wie bringe ich es an dem Wächter vorbei? Ja, das sage ich dir also. Prisma in die Holzkiste legen. Das Prisma passt genau hinein. Ach, wie dafür geschaffen. Jetzt das Holzkästchen aus dem Fenster werfen. Was? Jetzt werfen diese Säufer schon mit Flaschen. Oh, wie ich den Norden satt habe. Ach, super Ablenkungsmanöver. Also schnell raus. Und da schwimmt es. Wenn ich doch schwimmen könnte. Ja, du hast doch die Hängematte. Fex sei Dank. Haben wir da jetzt alles? Holzkästchen, Prisma. Okay, jetzt schnell zum Fährmann, bevor die das hier merken auf dem Schiff. Ich hoffe, das war's jetzt. Wenn die das jetzt rauskriegen, dann ist ja alles vorbei. Dann können wir nicht weiterspielen. Wo ist denn Nuri jetzt? Kommt sie vielleicht automatisch? Ich spreche den an. Es kann losgehen. Aha. Ich hätte mich noch mehr mit ihm unterhalten Komm, Nuri, sollen. Wir fahren los.
Ah, da ist sie. Ich habe sie gerade eben gar nicht gesehen. Super. Aber wie finden wir den Weg? Wir folgen einfach dem Licht des Kristalls. Oh, schön, es geht weiter. Ah, wo sind sie denn jetzt? Wieso hat uns der Fährmann nicht weitergebracht? Dem Fährmann war es hier zu unheimlich. Ist es denn unheimlich hier? Hast du Angst? Nein, du bist ja da. Ist das schon das Ende eurer Welt? Ja, bald sind wir da. Warum ist es dann so düster hier? Du sagtest doch, Fanglari wäre ein schöner Ort. Und müssten wir nicht schon den grünen Himmel am Horizont sehen? Mhm. Ja, der Reihe nach, Fanglari ist verborgen. Fanglari wäre schlecht verborgen, wenn es jeder schon von Weitem sehen könnte. Da hast du recht. Ach, Geron, es klingt alles so wundervoll. Als würden bald all meine Träume wahr werden. Sag mir, in Fanglari gibt es doch bestimmt eine Prinzessin. Weißt du, ob sie glücklich ist? Keine Prinzessin ist so glücklich wie die von Fanglari. Sie lebt in einem Turm aus Mandelholz, zusammen mit dem König der Kastanien. Und jeden Abend singen ihr die Tiere des Waldes ein Schlaflied, das man noch bis hinter die Hügel im Elfenbeingebirge hört. Und verlässt sie jemals ihren Turm? Verlässt sie jemals den Turm? Natürlich. Die Prinzessin von Fanglari liebt es zu reisen. Darum gibt es in ihrem Turm auch Türen, die überall hinführen. Durch die Kleidertruhe geht es in die Wüste und auf dem Dachboden führt ein Fenster hinaus auf eine einsame Insel. Glaubst du mir nicht? Ich glaube dir. Geron? Hm? Als ich damals das Feenreich verließ, habe ich immer von einem Land wie Fanglari geträumt. Bald wird es wahr. Und es ist sogar noch schöner, als ich je gedacht hätte. Warte doch erst mal, bis wir da sind. Das ist es nicht. Ich möchte dir etwas geben. Deine Kette? Aber... Bald bin ich in Fanglari. Dann kann ich wieder frei zaubern. Bis dahin sollst du sie für mich tragen. Aber wie willst du ohne das Feenwasser zaubern? Du zauberst. Ich? Ich schenke dir meinen Zauber. Dann kannst du auch alles wieder heil machen, was du zerdepperst. Ich weiß nicht, ob... Jetzt nimm sie schon. Schön. Eine endlose Nacht am Ende der Welt. Genau richtig. Richtig wofür? Na, für unseren Liebesbund. Liebesbund? Jetzt geht's ja hier richtig vorwärts. Erst schenkt sie die Muschel und jetzt gibt's einen Liebesbund. Na, da freut sich Geron doch bestimmt. Natürlich nehmen wir das an. Nori, was auch immer passiert, du vertraust mir, richtig? Mhm. Oh. Ach, wie schön. Das passt ja. Rabe! Psst! Der arme Geron. Du wächst ihn noch auf. Wo warst du so lange? Ich habe mir einen Überblick verschafft. Und ihr? Wir gehen nach Fanglari. Dort kann ich endlich wieder zaubern. Es gibt Regenbogenbiber und ich bin sicher vor dem Seher. Und dich nehmen wir jetzt auch mit. Nach Fanglari? Es ist so schön dort. Es gibt einen grünen Himmel und die Zeit ist unendlich. So, so. Einen grünen Himmel also. Guten Morgen, Nori. Schon wach? Wegen gestern Nacht. Lass uns nicht reden. Gut. Wir nehmen am besten das Ruderboot, um dem Licht des Prismas zu folgen. Dann sind wir schon bald am Tor nach Fanglari. Fehlt nur noch ein Paddel. Aber ich kümmere mich schon drum. Bisher habe ich ja auch alles andere hinbekommen, richtig? Richtig. Ach, das ist ja so schön, dieser Liebesbund. Auch wenn der Morgen jetzt hier etwas, ja, nicht so harmonisch verläuft.
Und wieso ist der Rabe eigentlich wieder da? Ja, lasst uns an dieser Stelle Schluss machen. Und bei der nächsten Folge freue ich mich riesig, das hier zu erkunden, herauszufinden, warum der Rabe wieder da ist, ob die Liebe weiter blüht mit Nuri oder ob das jetzt nur eine einmalige Sache war. Ich hoffe, dass die beiden ein Paar bleiben, das ist irgendwie ganz niedlich. Und ja, also ich freue mich einfach, dass es bald weitergeht. Tschüss!